Gibt es auch Erfahrung? Ein wenig. Du hast in diesem Abschnitt nicht alle Little Sisters gerettet oder ausgebeutet. Du brauchst die Adam, um mächtiger zu werden. Es wird für dich sehr schwierig werden zu überleben, wenn du weitermachst, ohne dir mehr Adam zu verschaffen. Ja, kannst du mir mal sagen, wie ich die Big Daddies platt kriegen soll? Ah, wo ist der? Der muss doch hier irgendwo sein. Okay, probieren wir's. So. Ich habe keine Angst vor dir, aber du hast bald Angst vor mir. Oh ja, oh ja, oh ja, denn ich bin super klasse, mega toll. Tralala. B und C. So. Hammer's doch. Dann hammer's doch. Ups. Ah, da ist doch. Theoretisch sollte ich jetzt den Big Daddy leichter runterkriegen. Wir mussten in Brians Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt können wir noch Brian und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Jetzt muss der... Was? Verbandskästen verleihen etwas mehr Gesundheit. Ja, und den Banklager. Jesus liebt mich, das weiß ich. Ein Zeichen. Hat er seine Little Sister dabei? Nee, hat er nicht. Ah, da ist meins kaputt. Ich habe nur noch eins, okay. Bringt es was?
Rosi sind anfällig für panzerbrechende Munition. Warte mal einen Moment, ich muss kurz meine Biomilch aufmachen. Ja, Biomilch. Wer hat wieder verpeilt, Milch zu holen? Ich. Okay. Ich hab doch panzerbrechende Munition, oder? Wie kann ich da nochmal... Panzerbrechende Munition. Nein! Ah, hilf mir! Wo ist der hin? Alter! Ah! Mann, verdammt! Was? Willst du mich verarschen? Fuck, Mann. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der ist. Ah ja. Alter! Och, was mache ich eigentlich so blöd rum? Komm her! Komm zu mir! Doch! Bitte, bitte. Alter, du kutschst mich meine letzten Nerven, gell? Kleine. So, gehen wir auf Big Daddy Jagd. Wo war noch überall ein Big Daddy? Er lacht doch schon wieder so blöd. Ja, ich glaube, ich bin in der richtigen Richtung. Oh, was war das? Das Spiel ist schon schwer. Ich höre einen. Oh, fuck. Stay prepared for battle.
Das schaffe ich nicht. Es sei denn. Drauf geschissen. Willkommen im Zirkus der Werte. Hm. Ha. Hat er sie geholt? Hm. Darf ich von vorne mal? Au! Guck in die Kamera. Oh, Baby. Warte mal, der holt gleich eine Little Sister. Kommt sie nett? Komisch. Ja. Na komm, hol deine Kleine. Hol sie. Wie er ragey wird. Kommt sie? Alter, du hast gar keine mehr. Gehen wir mal weiter. Büro des Hafenmeisters, da war keine, oder? Nee, wäre auch zu schön gewesen. Auch ehrlich. Wir hängen jetzt also Leute auf. So weit ist es mit uns gekommen. Ich mach die Gesetze nicht. Ich wende sie nur an. Aber ich bin nicht nach Rapture gekommen, um Schmuggler dem Henker auszuliefern. Ryan und seine Leute müssen sich entscheiden. Entweder bekommen sie ihre Gesetze oder meine Marke vor die Füße. Alter. Ich würde mal sagen, ich gehe einfach mal zurück. Ich würde jetzt lachen, wenn da eine kommt. Alter, hast du das gesehen? Hast du das? Aua! Du blöde Kuh, wo bist du? Tu ihr bitte nicht weh!
kann ich arrangieren.